Willkommen zurück im Wasteland und damit hallo zu Fallout 4. Wir haben eine Menge das ist albern, zu tun. Ich brauche einen Stuhl. Einen, der besser Was? Zu meinen alten Knochen ist. Besorgst du mir einen? Okay. Klar, ich helfe gern. Danke. Okay, das ist alles, oder was? Die kann ja gar nicht richtig hier laufen. Guck mal, die muss hier immer über diese Dinger hier. Das machen wir mal weg. Die stolpert doch, die arme Frau. Oh, was ist das? Patrone. Nehmen wir. Gib mir das. Hab ich noch nie, hab ich gar nicht gesehen, dass da eine lag. So, jetzt bauen wir dir einen Stuhl. Was soll das? Wo ist sie denn jetzt hingelaufen? Da. Jetzt baue ich ihr einen Stuhl. Soll das noch so eine Art Tutorial sein? Wir hatten doch ganz andere Sorgen schon. Wo willst du denn haben, den Stuhl? Ist dir das egal? Ich glaube, ich baue einfach irgendeinen Stuhl. Oh, was ist das denn? Das ist ja ein neuer Stuhl. Ach so, Mama Murphys Stuhl. Kann ich den nur einmal bauen, oder was? Wo stelle ich ihr den denn hin? Ich glaube, ich sollte erstmal hier ein bisschen... Die brauchen einen Spezialplatz. Warte. Wir machen mal hier ein bisschen... Bisschen sauber für die Gute. Ich finde, da ist ein guter Platz. Wir nehmen erstmal den hier weg. Der kommt dann... So. Alles klar. Der hier kommt auch weg. Der kann hier hinten hin. So. Und Mama Murphys Stuhl kommt hier hin. In der Ecke. Wo sie direkt alles sehen kann. Den darf ich nur einmal bauen. Und dann nie wieder, oder was? Das ist doch schön und gemütlich. Okay. Hab ich gemacht. Muss ich noch mit ihr reden, oder? Was gibt's? Glaub nicht. Gut. Wir hatten viel zu tun. Wir wollten... Mal schauen. Finch Farm. Ach genau, wir wollten da für die Freiheit. Deswegen ist auch keiner hier. Wir wollten zur Burg. Wir wollten nur einmal kurz unser Inventory hier leeren. Und dann kehren wir zurück. Oh, wir haben sehr viel. Das brauchen wir alles nicht. Lass mal kurz gucken. Das müssen wir hier nochmal einlagern. Beziehungsweise, nee, nicht das, sondern Transfer. So, jetzt müssen wir ein paar Sachen hier mal loswerden. Waffen. Können wir mal sortieren. Nach... Machen wir noch nach Gewicht. Was wollen wir denn mal hier lassen? Oh, warte. Die hier können wir vielleicht auch noch mal. Ah, wir können noch so ein paar Sachen. Jetzt weiß ich wieder, wir brauchen Schrauben. Ja, das war das Problem. Wir brauchen Schrauben. So war das. Schrauben. Ich habe gar nicht so viele Waffen dabei, tatsächlich. Die hier können wir weglegen. Die hier bitte, die lagern sie bitte ein. Das ist Heidi Kabel. Und genau, hier wollte ich mal gucken. Hat die vielleicht irgendwas verbaut? Ja, Feuerrad ist jetzt zum Beispiel mega hoch. Hat die noch irgendwas? Die gucken wir uns gleich nochmal an. Hier an der Werkbank. Wenn du mir eine zweite Druckpresse basteln könntest, Was? Wenn du schon dabei bist. Was? Nein. Wie kommst du denn darauf? So, das ist diese hier. Okay, was hat die jetzt für einen panzerbrechenden Automatikverschluss? Ich weiß nicht, was ich kalibrierter mächtiger Verschluss. Ja, die macht nicht so viel Schaden. Ich glaube, ich habe den besseren Verschluss schon da. Ich nehme den aber trotzdem mal raus. Beziehungsweise mache so einen Standardverschluss rein.
Ah, das kostet mich wieder. Nein, dafür bezahle ich halt überhaupt nicht. Ich dachte, ich habe hier noch einen irgendwo. Ah, da wusste ich es doch. Da ist noch einer. Genau, den haben wir jetzt. Das ist gut. Dann, was hat die noch? Einen verlängerten leichten Lauf. Den haben wir, glaube ich, auch schon, oder? Machen wir mal. Nee. Ja, sehr gut. Komfortgriff. Ich weiß nämlich gar nicht mehr. Das ist das aber auch nicht. Großes Magazin habe ich, glaube ich, auch schon. Aber dann haben wir die ganzen Mods da raus und dann. Was? Nee. Kostet nichts zum Glück, okay. Sehr gut, jetzt haben wir das alles rausgenommen. Jetzt gucken wir nochmal eben kurz bei Heidi Kabel, ob wir jetzt hier was Verbessertes haben. Ah ja, Wasser auf. Genau, wir haben nämlich jetzt das hier. Überlegender Schaden, erhöhte Präzision und erhöhter Schaden durch kritische Treffer. Und aktuell drauf haben wir den gehärteten Verschluss. Ja, seht ihr, dieses Ding ist nämlich sehr viel besser. Was? Ich denke, ich habe den schon. Oder eine Idee hatte ich dann. Das gibt's doch gar nicht. Oder nicht? Hm. Außergewöhnlicher Stand 43. Ja, okay, da fehlen mir jetzt Schrauben. Ah, das ist ja kompletter Mist. Aber dann nehmen wir trotzdem schon mal. Ja, wir nehmen das jetzt so oder so mit. Ich mache jetzt erstmal den hier. So, Komfortgriff haben wir schon drin. Das ist, haben wir auch, das ist gut. Reflexvisier, Kompensator. Unterlegene Reichweite verringert. Ja, die Reichweite wird ein bisschen schlechter. Dafür ist die Präzision leicht erhöht. Ja, das macht keinen großen Unterschied. Ah, okay, wir haben eine Enklavenlackierung. Ja, sieht auch nice aus. Ja, okay, dann reicht mir das. Dann reicht mir das. Dann lass uns mal so langsam los. Erstmal noch ein bisschen Gewicht abgeben. Und nein, falsch, falsch, Transfer. So, jetzt nehmen wir die. Wo ist diese 10 mm, die ich jetzt gerade ausgeschlachtet hatte? So, diese hier, ne? Kann weg. Die Laserpistole. Die meisten Sachen nutzt man eh nicht, ne? So, Kleidung, lass mich mal gucken. Sortieren nach Gewicht. Kann ich höchstens Piper geben, ne? Ah, für den Hundimann. Aber der hat doch schon eine. Okay. Hier können wir auch mal nach Gewicht sortieren. Okay, das können wir alles gebrauchen. Diverses Schrott. Alles einlagern. Okay. Und die ganzen Mod können wir eigentlich auch alle einlagern. Haben wir jetzt hier drin. Okay. Ja, jetzt haben wir nicht, also wir haben nicht mehr so viel Ladekapazität hier, aber das ist jetzt egal. Okay, dann haben wir alles. Antje, lieben Dank. Dedomi89, Cryptic. Herzlichen Dank für den Support. Hallo Antje, was geht ab? So, fahren wir los. Nehmen wir eigentlich mal mit hier? Nehmen wir unser Power Armor mit? Ja, oder? Als ich damals auf der PlayStation gespielt habe, habe ich die nie genommen. Ich bin immer ohne Power Armor rumgelaufen. Und jetzt auf einmal schleppe ich die überall mit hin. Ach ja, ich wollte eigentlich meine 44er noch, aber ich habe keine Schrauben. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir wollten ja da zu den Minutemen. Das heißt, wir reisen hier hin.
Und dann können wir mal richtig aufräumen. Das wird ein Spaß. Ihr seht, die Ladezeiten sind deutlich besser, seit wir diese Mod wieder installiert haben. Und wir müssen in diese Richtung. Und ich meine... Ah, hier haben wir doch schon wieder irgendwas gefunden, was interessant ist, ne? Oder ist das der Bereich, wo wir schon waren? Warte mal. Ich werd schon wieder abgelenkt. Waren wir in diesem Ding? Ja, da, guck mal, da ist schon... Nee. Das haben wir doch schon geklärt, oder? Ja, das haben wir doch schon geklärt. Da waren wir schon. Was? Wo ist jetzt schon wieder jemand? Hier habe ich doch alles sauber gemacht. Hallo? Wir müssen irgendwie da durch. Das Sende. Pause. Da auf der anderen Seite kommen. Dann gehen wir mal ein Stück geradeaus und dann nach rechts. Aber ich bin einfach so neugierig. Ich will wissen, was jetzt hier noch ist. Ach doch, das ist derselbe. Ja, 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 das ist dasselbe Zeug. Da waren wir schon. Okay, okay, okay. Wir lassen uns mal nicht... Oh, da ist eine Treppe. Ablenken. Polizeirevier Südboston. Aha. The police. The police. Hallo. Aber was davon ist das Polizeirevier? Hier ist ein Scheinwerfer. Das ist doch Polizeirevier-Style auf jeden Fall. Komm, hier war ich doch schon überall, oder nicht? Nee, es ist ja neu. Da kann ich gar nicht gewesen sein. Wir gehen mal die Treppe rauf und verschaffen uns einen Überblick. Aber erst nachdem wir... Raus. Ist der Sound eigentlich okay für euch, ja, ne? Oder ist es zu laut? Was ist hier oben los? Ach, guck mal. Der hat hier bis zum Schluss... Oh, 8 Raketen, habe ich das gerade richtig gesehen? Wir irgendwo rein? In irgendwas? Ne, sieht nicht so aus, oder? Hier ist keine Tür, nehme ich an. Wie komme ich in das Polizeirevier rein? Da waren wir auch. Wir müssen in die Richtung. Ach, guck mal, da sieht man schon das Wasser, oder? Da hinten? Ja, und da ist auch irgendwann die Burg. Mist, ich wollte eigentlich... Ach. Ah, oh Mann. Ich wollte dahinter springen. Warum habe ich das denn nicht richtig gemacht? Also hier ist ja Police. Aber warum sollte die, wenn man da nicht reinkommt, warum sollte die extra so einen eigenen Platz auf der Map... Ah, hier, wusste ich's doch. So, jetzt statten wir unseren Helfern mal einen Besuch ab. Sehr lustig. Oh, die Mucke. Oh, warte, ich muss, glaube ich, wieder... Ich habe schon wieder Angst, dass wir Musik und Radios aus... Ja, okay. Dass das hier geclaimed wird. Oh, das ist ein, das brauchen wir. Und das auch. Kein Tag älter als 100. Schaffe ich nicht zu hacken. Nein, ich brauche eine höchste Hacker. Habe ich noch nicht. So, wo ist jetzt das Radio dazu? Da. Okay, das müssen wir leider machen. Sind da vielleicht... Ah, guck mal, da sind nämlich auch in dem Spielzeugtrucks sind auch Schrauben drin. So, hacken wir uns mal hier rein. In manche Terminals kommt man rein mit Powerrüstung, in anderen muss man sie vorab ausziehen. Okay, verdammt viele Fälle. Schwerer Kraft
Fahrzeugsdiebstahl. Nicole Cornell. Kontaktaufnahme wegen des Diebstahls war nicht. Aber Savatenkammer, alles klar. Olo. Warte. Das hier zuerst. Halt, stopp. So. Ah, wir haben wieder eine Quest. Guck mal. Sehr gut. Grognack Lendenschutz. Garantiert authentisch. Zurückgegeben an Mr. Caldwell. Ja, mit was die sich hier alles rumschlagen müssen. Gewaltanwendung mit Körperverletzung. Was haben wir hier noch? Bewaffneter Raubüberfall. Oh, warte mal. Das sind aber nicht die beiden Bonnie und Clyde, die wir gefunden hatten in der letzten oder vorletzten Folge, glaube ich. Blutspritzer, also warten können wir, okay. Aber wir haben jetzt eine neue Location auf der Map eingezeichnet bekommen. Was hast du da versteckt? Geht ich gar nichts. Oh, du kannst da ran oder was? Nee. Ja, Benzinkanister mit, das ist auch immer gut. Was haben wir hier? Oh, guck mal. So. So einfach ist das. Piper bewundert mich. Oh, guck mal. Nur Müll hier. Todesschützenmelone. Was kann die denn? Was? Was wolltest du sagen? Du bewunderst mich, habe ich gehört. Was habe ich da jetzt gerade für eine Melone aufgesammelt? Todesschützenmelone. Glück 1. Naja, okay. Glück 1. Ja, so ein Level-Up wäre ganz geil. Dann könnten wir uns jetzt in diesen Computer hacken. Aber vielleicht brauchen wir das auch gar nicht. Wir bleiben erstmal im Erdgeschoss. Und Daddy-O. Ich würde so gern wissen, was da jetzt in diesem Terminal vor sich geht. Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Wir können mal probieren, ob Piper hacken kann. Ich glaube aber nicht. Guck dir das an. Kann ich nicht. Nee, kann sie nicht. Kann sie nicht. Nick Valentine könnte das vielleicht. Okay, der Reihe nach. Oh, Verhörraum. Wir sind hier nicht allein, Blue. Kakerlakis. Noch immer in einem Stück. Die hat irgendwas Geiles. Und zwar. Wow, 25% Schaden und Körperteilschaden, jedoch höheren Rückstoß. Aber das ist nicht so schlecht. Körperteilschaden ist natürlich geil. Die nehmen wir natürlich mit. Handschellen. Geil, da sind auch benötigte Ingredienzien. Schrauben vermutlich. Haarklammerbox. Hier muss doch irgendwo noch ein Comic sein. Die ist doch alles Verbrechermäßige. Irgendwie so ein Detective-Comic oder sowas. Was ist das? Aha. Oh, eine. Oh, die sieht stark aus. Die nehmen wir mal. Den können wir. Oh, geil. Tischventilator. Den können wir rauslassen, aber das ist jetzt, glaube ich, gar nicht mehr nötig. Der würde eher sonst Stress machen. So, hier ist auch noch ein bisschen. Ach so, Zigarren. Aha. Oh, hier. Nachricht an Buster Connolly. Das war ein schöner Beitrag, den Sie da über den Bau der Einschienenbahn geschrieben haben. Himmlische Highway, mörderische Mäzene, nett. Aber ich glaube, Sie überschätzen das organisierte Verbrechen etwas.
Die Bostoner Familien, die sich zusammentun, um ein öffentliches Bauprojekt zu finanzieren? Also bitte. Geschafft. Eines aber haben Sie richtig dargestellt. Sicherheitsinspektorin Alice Lenski wurde umgebracht. Gott. Aber Sie werden sie nie finden, weil nichts von ihr übrig ist. Boah, ist das brutal. Okay. Vielleicht finden wir sie ja doch. Oder wir finden die Typen. Okay, ich glaube, hier mehr ist hier nicht. Wir können leider nicht hacken, deswegen gehen wir wieder runter. Piper sprechen. Achso, nochmal mit Piper sprechen, weil sie irgendwas von uns wollte gerade. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Hat sie gesagt, sie will reden mit uns oder was? Wo ist sie denn jetzt? Da. Hey. Wohin? Was willst du? Piper. Du hast wirklich ein Talent dafür, Ärger zu finden, oder? Warum? Was soll das heißen? Das ist alles, was du mir zu sagen hattest, oder was? Achso. Das kann sein. Hey, ich bewerte das gar nicht. Ganz ehrlich, es ist schön, Dinge mal nicht allein zu machen. Bei meiner Arbeit wird es schon mal ziemlich brenzlig. Mhm. Ich wurde angeschossen, vergiftet, fast hingerichtet. Scheiße. Bis vor kurzem hieß der Knast in Diamond City noch Piper Suite. Ich würde sagen, alles für die Story. Vergiftet? Jemand hat dich vergiftet? Machst du Witze? Es war gerade erst losgegangen, da wurde ich schon vergiftet. Beim ersten Mal hatte ich nur einen Artikel über dieses Karawanenkartell veröffentlicht, das die Lebensmittelpreise in die Höhe trieb. Er kam gut an. Und es gab sogar einen Boykott ihrer Waren in der Stadt. Also wollte ich im Dugout-Inn auf den Sieg einheben. Ich hatte schon einen Schluck genommen. Da merkte ich, dass was nicht stimmte. Vadim war nicht in der Bar. Das Bier schmeckte seltsam. Seltsamer als sonst. Ich fühlte mich ziemlich benommen. Keine Ahnung, was das war, aber es musste raus. Ich schaue mich also um und da war der Destillierapparat. Ich kipp mir also einen selbstgebrannten rein. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das besser war, als an dem Gift zu sterben. Aber es hat funktioniert. Als ich bewusstlos war, hat sich die Sicherheit den Barkeeper geschnappt. Er hat schließlich seine Bosse verraten und alle kamen in den Bau. Du hast ein spannendes Leben geführt. Klar, aber ganz ehrlich, hier draußen mit dir habe ich das Gefühl, dass noch einiges möglich ist. So sehe ich das Ärger auch. Ärger bekommen, das machen Leute wie wir. Ich meine, wir sind hier draußen und begeben uns in Gefahr, damit die Leute im Commonwealth eine Chance auf ein besseres Leben haben. Nicht wegen Lob, Belohnungen oder Ehre, sondern weil es das Richtige ist. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich sehr freue, mit dabei zu sein. Oh, ich kann flirten. Ich hätte es mir nicht anders gewünscht. Ich mag es, wenn du in der Nähe bist. Oh, danke, Blue. Das ist unglaublich süß. Und kommt unerwartet. Also, willst du hier verschwinden? Let's get out of here! Okay, wir merken uns dieses Terminal. Wo brauchen wir denn noch, bis wir mal wieder... Könnten wir denn theoretisch schon... Terminal hacken, ein weiter skillen? Was ist das denn? Intelligence 4, ja das. Und? Welchen Level? Nix, können wir machen. Ja, hätten wir mal früher machen sollen. Machen wir beim nächsten Mal. Wo sehe ich denn mein Skill? Da, Level 4. Ja, wir brauchen noch ein bisschen was. Na gut. Tschüss. Polizei. Wir kommen wirklich Schritt für Schritt nähern wir uns dem eigentlichen Questziel. Aber jetzt gehen wir weiter. In diese Richtung. Was ist das? Was sind das? Hallo? Entschuldigung? Entschuldigung, Sir. Parker Quinn, ich wollte nur sagen, dass es mich freut, dass du an meiner Ecke vorbeischaust. Schön, dich kennenzulernen, Mr. Quinn. Mr. Quinn? Was ist los? Sind wir Fremde? Mr. Quinn ist mein Vater. Ich bin Parker. Okay. Okay. Dann eben Parker. Hey, sieh mal an. Wir sind jetzt Freunde. Ich bin Parker und du... Ich vertraue dem nicht. Sir, schau, da du ja offensichtlich eine beschäftigte, gefährliche und außerordentlich intelligente Person bist, komme ich gleich zur Sache. Ich mache dir ein Angebot, das so spektakulär ist, dass du unmöglich Nein sagen kannst. Bist du bereit?
Bin bereit. Jeden Tag musst du Sachen kaufen. Essen, Munition, Bier, alles Mögliche. Und du bezahlst mit Kronkorken. Von Flaschen. Was für ein Jahr haben wir denn bitte? 1612? Ein Haufen Loser hat die Welt vor 200 Jahren in die Luft gejagt. Und wir müssen säckeweise Kronkorken herumschleppen. Soll das ein verdammter Witz sein? Also habe ich in Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Laden im Commonwealth die Kronkorken abgeschafft. Und so haben wir jetzt die einzige Form von Währung, die du je brauchen wirst. Die Kreditkarte. Die Kreditkarte? Hab ich doch gesagt. Kreditkarte. Total einfach. Du gibst mir jetzt 110 Kronkorken und ich gebe dir diese Kreditkarte. Damit kannst du in jedem Laden im Commonwealth bezahlen. Wert 100 Kronkorken. Die 10 zusätzlichen sind meine Servicegebühr. Also, was sagst du? Willst du eine? Okay. Wenn ich den jetzt auf der Straße treffen würde, würde ich natürlich sagen, entschuldigen Sie, Sie sind ja wahnsinnig. Und schnell weglaufen. Aber dadurch, dass es hier ein Spiel ist und ich zufälligerweise gerade 100 Caps rumliegen habe, in irgendeiner Falte meiner Powerrüstung, sage ich natürlich ja. Hört sich gut an. Ich nehme einen. Hervorragend. Ich nehme dein Geld und du bekommst die Kreditkarte. War toll, mit dir Geschäfte zu machen. Sag's deinen Freunden. Parker Quinn, selbe Ecke, jeden Tag. Volltrottel. Hallo. Viel Spaß mit deiner Kreditkarte. Die hat mich Volltrottel genannt. Aber wer weiß, manchmal passiert ja noch irgendwas. Jetzt ist er. Mit meinem Geld hat er sich Rahmen gekauft. Wir müssen uns mal merken, wo der steht. Direkt südlich der Polizeistation, alles klar. Ich weiß noch nicht genau, ob ich da nicht nochmal wieder hingehe. Da. Was haben wir denn hier noch? Feines? Guck mal, hier ist noch ein Raum. Uiuiui. Das Ding ist besser erhalten als erwartet. Ja, das stimmt allerdings. Aber nichts von Interesse. Jetzt haben wir wieder eine Notfallfrequenz. Da könnten wir jetzt hin. Ach, shit. Jetzt sind wir schon gerade hier. Was ist denn das für eine Frequenz? Notfallfrequenz. War das die? Ja. Aber jetzt muss ich in den Einstellungen wieder das Radio anmachen. Das nervt ein bisschen. Jetzt höre ich, glaube ich, nichts. Das hatten wir doch schon. Oder? Ich glaube, das hatten wir schon, das Ding. Ja, kann man das auch ausmachen. Das wird nicht lang dauern. Oh, scheiße. Da habe ich mich ein bisschen erschreckt. Was? Oh, sogar mal was getroffen mit Welt. Oh, shit! Also, was ist das hier für ein Leuchtturm? Hey, nimm mal, darf ich nicht. Okay, ganz ruhig. Hast dich verpisst? Was? Ehrlich gesagt, nein, ich bin genau hier, aber ich komme da nicht so ohne weiteres. Ich muss von der anderen Seite kommen. Ich hab den ganzen Tag Zeit. Okay, das fand ich jetzt riesig daneben. Piper, du musst mal ein bisschen aufpassen. Okay, Piper, es ist nicht mein Problem, dass du jetzt... So, wo sind die denn jetzt alle? Okay. Ups. Ja, das ist richtig. Hab ich gemacht. Lebst du? Meine Fresse.
Halber, das ist einfach rum. Verpasst den ganzen, ey, verpasst den ganzen Spaß. Piper, steh auf! Hältst dich mal für ganz hart, was? Komm schon! Ja, ich bin noch unterwegs. Kann ich da durchschießen? Oh. So, was ist der andere? Oh, das war einfach mega dumm daneben. So. Auf PC, auf Konsolen. Nochmal, ne? Auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole. Auf Konsolen Was? Bringt das alles gar nichts mit diesen Sniper-Riflen, da man nur mit Wets schießen kann. Und ich weiß nicht genau, vielleicht ist die Genauigkeit dann auf Distanz höher oder so. Aber eigentlich sind Sniper-Rifles auf Konsole mega lame. So, ne, mit dem Ding macht es ja ein bisschen Sinn, so zu spielen. Aber ansonsten... Hallo? Was ist denn da passiert? Wir müssen erstmal jetzt gucken, dass wir hier ein bisschen mal die Kabel wieder in die Hand nehmen. Oh, High School Südboston. Was, hier muss doch irgendwas Geiles noch sein. Hast du schon was gefunden, Piper? Da geht's irgendwo rein. Hier ist ein Seemannssack. Das ist schon wieder Außenwelt. Da geht's auch noch woanders lang. Da ist der leckere Grill. Oh, was haben wir hier? Geht's da hoch? Nee, ne? Hopp. Hallo? Entschuldigung, wieso komme ich jetzt hier nicht durch? Da komme ich nicht durch? Was? Wegen der Powerrüstung? Sie kommt da durch. Ich komme da original nicht durch. Das ist ja lame. So muss ich Benjamin Blümchen fühlen. Okay. Also ich weiß nicht, wenn jetzt hier nichts mehr ist, gehen wir durch die grüne Tür. Da geht's noch nach oben. So. Balkon. Ah, okay. Dann gehen wir jetzt durch die Tür. Da ist wahrscheinlich noch mehr. Komme ich da durch? Nope. Ah, dann so rum. Ich muss hier regelrecht einparken mit dieser Rüstung. So, was ist hier drin? In der Highschool. Ich dachte, die hätte vielleicht Schrauben. Hat sie aber erstaunlicherweise nicht. Das Ding muss Schrauben haben. Ja. Sieh an, ein echter Klassiker. Silbermedaillons. Was ist das? Beckenknochen? Nee, lass mal Kronkorken. Vergoldeter Kram. Kaugummi. Quatsch. Hier in der Highschool wird auch auf Klo mal, da passiert doch mal was. Der hat sich totgepömpelt. Da Zigaretten, natürlich. Ist doch klar, in der Highschool. Und natürlich das Vergeulte. Hier wurde richtig geraucht. Gekifft vielleicht sogar. Vielleicht wurde hier richtig gekifft. Und im nächsten Stock. Hier muss es doch Comics geben. Wenn nicht in der Highschool, wo denn sonst? Ah, hier, schaut mal. Reingehackt. Ja. Nehmen wir. Piper gefällt das. Der gefällt das einfach, wenn ich hier mich in Terminals reinhacke. Oh, wir könnten auch ein bisschen schlafen, dann wäre ich wieder bei... Eine Stunde reicht.
Oh shit, jetzt habe ich mich, glaube ich, selber verbaut hier, oder? Ja, scheiße. Nein! Dumme Idee. Und dann kriege ich ja auch mehr XP, wenn ich ausgeschlafen bin, meine ich. Kann man ab und zu mal machen. Reicht ja, meine ich, eine Stunde. So. Was, Danny? Du willst mir deine Minecraft-City zeigen? Ist sie denn geil? Was würde Ansuil dazu sagen? Wenn Ansuil das approved und sagt, das ist geil, dann können wir uns die gerne mal angucken. Aber vermutlich habe ich dann keinen Bock mehr selber zu spielen. Hey! Hoki, bist du da? Hoki Moki ist da. Guck mal, hey, Hoki Moki. Wie war die Hochzeit? Ich gratuliere. Ich hoffe, du hast schöne Flitterwochen gehabt. So, weiter geht's. Richtung Quest. Komm, wir lassen uns diesmal nicht ablenken. Wir gehen jetzt direkt dahin. Es sei denn, hier ist noch was Cooles. Dann doch nicht. Was haben wir hier? Guck mal einer an. Eine Mine. Unter dem Auto fahren. Was ist hier? Hier hat jemand richtig. Oh, guck mal, da noch. So, hier ist schon Action. Wir müssen in diese Richtung. Aber ich bin neugierig, was hier noch ist. Das gucken wir uns jetzt an. Oh. Ah ne, wir brauchen eine andere Waffe. Mit der Waffe. Komme ich nicht weit. Hä? So? Oh, scheiße. Ja, ja. Hat die Freunde? Was? Oh, jetzt schmeißt die. Ah, die verbraucht ihre Granaten dafür. Guckt ihr euch das mal an. Ah, war so klar, dass hier so ein Meier-Lurk lurkt. Aber hat der hier auch irgendwas Tolles für uns? Nee. Obwohl da diese. Ah, shoot! Kleiner Schlüssel. Wir sind in Gefahr. Oh. Immer wiedersehen. Ah, diese kleinen garstigen Viecher. Ich mache den ganzen Nachwuchs kaputt. Die sind auch nicht bedroht, das ist auch okay. Die haben in diesem Ökosystem spielen keine bedeutende Rolle. Kann man ruhig, bevor die schlüpfen, einmal rangehen. Kronkorken. Hier ist noch irgendwas. Ich höre das doch stapfen. Irgendwas stapft hier noch. Schlechte Idee. Ah. Hallo? Wieso habe ich denn. Warten Sie mal ganz kurz.
Habe ich keine Granaten mehr? Hat die die alle weggeschmissen oder was? Entschuldigen Sie bitte. Komm doch nicht alleine ins Klo, wir kennen uns gar nicht. Geh weg! Wenn das meine Mutter mitspricht. Geh weg! Allein auf dem Klo, ey! Noch einer! Brenne! Oh, die sind einfach überall! Oh, diese Geräusche! Ah, oh, hässlich auch noch ein Freund! Eieiei. Oh, na, ich hab aufgehört! Ah, ich hab ihn gerade. Ach oh Gott. Ich dachte gerade noch, oh, ich müsste mich langsam mal heilen. Und dann dachte ich gerade, nö, ich habe ja noch über die Hälfte. Ja, tolle Wurst. Wo bin ich jetzt? Ah, oh, Nils. Nils. Ja. Aber wisst ihr was? Das schneide ich einfach raus. Schneide es einfach raus. Können wir keiner was... Oh Gott, das schneiden wir bitte auch raus. Scheiße. Alles... Schneiden wir alles raus, ne? Haben wir ja gesagt, dass das alles rausgeschnitten wird. Ne? Hatten wir ja gesagt. Ja. Mega dumm. Okay, ich mach einfach überhaupt gar keinen Schaden mit dieser Waffe. Ah, ich hab gar keine Muni mehr. Doch. Warum? Okay, ran. Okay. Wir sind noch. Ey. Jetzt? Okay, danke. So, stirb. Oh, er hat auch nicht nachgeladen. Geile Klassiker. So, ins Gesicht geschossen. Ich räume jetzt hier auf, ich habe richtig Schnauze voll. Habe ich gerade original aus 20 cm daneben geschossen? Also, wie ich jetzt, ich bin so richtig sauer. Ich bin richtig sauer. Ich hau die jetzt alle weg. Warum habe ich meine... Da. Original. Null Munition übrig. Irgendwas Geiles? Nö. So eine richtig geile Waffe habe ich gerade gar nicht. So, hallo, wo seid ihr? Wo ist der Rest von euch? Wo ist der Rest von euch? Da ist er. Jetzt davon.
Sie schmeißt aber auch dran. Wenn ich schmeiße, schmeißt sie auch. Ganz böser Fehler. Okay. Also meine zukünftige Freundin in Ruhe. Stell mich zwischen sie und mich. Ah, doch nicht mehr. Du musst das machen. Ey! Das ist richtig Rache. Du mieses. Piper, steh auf. Wir haben keine Zeit. Ich könnte den Mann küssen, der die Stims erfunden hat. Wegen diesen Dingern habe ich Jahre kein Zeh ins Wasser gesteckt. Was? Achso, wegen der Meyer-Lurks. Ich dachte schon wegen der Stimpacks. So, die zahlst du mir, das Stimpack musst du mir zurückzahlen. Oh, das gibt. Oh, da ist der nächste Hansmann. Ey! Du willst tanzen? Gut, tanzen wir! Lass ihn in Ruhe! Oh, Scheiße. Piper, geh mal weg! Entschuldigung, Piper! Ja, das war ich, das ist zu Recht. Kann ich voll nachvollziehen, dass du sauer bist. Wäre ich auch an deiner Stelle. Aber der Meyer-Lurk-Jäger. Ach Gott, ich hab schon nur. Okay, ich sollte nochmal ein Stimpack aufessen. Das Gesicht. Okay. Oh, der ist hartnäckig, der Freund. Weg. Eieiei, was ist denn mit dem los? Oh Gott im Himmel, ey, der ist richtig krass. Unangenehmes Tier. Der ist krass. Cool, bleib. Ah! Was? Oh nein, das war nur ein Täuschungsmanöver. Habt ihr gesehen, wie ich gerade die Möwe im Flug erwischt habe? Hallo? Habt ihr das gerade gesehen? Ich warte auf eine Reaktion. Best of Clips eingereicht, hoffe ich. Es tut mir leid, ich war's. Ich habe deine Frau erschossen. Ich sehe deine Trauer. Was? Oh nein, er fliegt davon um. Oh Gott, ich glaube, er will Rache. Oh Gott, eines Tages wird es eine Rache geben. Ja, aber ist das jetzt alles? Also. Wird diese Gefahr nicht. Oh, Zahnrad. Wird diese Gefahr nicht mit irgendwas belohnt noch? Da muss doch jetzt noch irgendwas auf mich warten. Das finde ich jetzt aber eigentümlich. Das. Nach der Heldentat. Das ist ein bisschen wenig. Belohnung. Muss ich tatsächlich sagen. Aber okay. Ich wollte nochmal schauen, ob hier auf diesen Inseln irgendwas ist. Ich muss die ganze Familie ausrotten, weil sonst nehmen die Rache an mir. Ist hier noch irgendwas? Nö. Schade. Na gut. Da ist die Burg. Das da hinten ist jetzt die Burg, glaube ich. Komm, Piper. Warte, ja, ey, was ist das? Jetzt habe ich langsam Angst vor den Viechern. Ach du Scheiße. Hilfe. Bin zu schwer. So, wir wollten ja eigentlich komplett ausgestattet und frisch die Mission machen, in der wir jetzt diese Burg befreien. Stellt sich raus, wir sind jetzt hier schon wieder halb malade.
weil ich mich mit anderen Dingen beschäftigt habe. Aber so ist das jetzt halt. Ach, grüne Neune. Wollte er davon krabbeln? Eieieiei. Gut. Wie viele gibt's von denen hier? Das ist ja einfach abenteuerlich. Ja, Fatman mitnehmen ist eine gute Idee. Ich will jetzt aber erstmal entdecken. Also das, damit ich nicht so weit... Ja, guck mal da. So, kriege ich jetzt hier einen... Ich kann auch sicherlich hier nochmal einen Entdeckungspunkt abstauben. Brahminschädel. Ah! Ich weiß genau, was die im Schilde führen. So, lass mich mal gucken. Naja, ich kann auch nicht sein, dass ich jetzt... Ah, okay. Wir sollten nochmal nach Hause reisen in jedem Fall. Hm, aber ich kann leider nicht hier zurück. Das ist doof. Ah, ja, da müssen wir den Weg zu Fuß laufen. Aber es lohnt sich. Wir sind wirklich nicht weit gekommen, oder? Lächerlich wenig. Aber das ist da. Sind wir ja super schnell da. Ganz kurz einmal nach Hause. Unsere Power Armor reparieren, den Fatman mitnehmen und dann können wir vielleicht eine Waffe noch upgraden. Ah, erstmal lagern wir den Schrott. Man ist sicher, aber man ist es nicht. So. Nee, das stimmt. So, gesamter Schrott ist gelagert. Dann Waffen, nehmen wir die Fatman mit. Oh, warte mal, Fatman? Ja. Was lassen wir mal hier? Haben wir nicht... Da, warte. Die können wir noch verbessern. Kriegen Sie einen immer. Ja, okay. Craft. Aber ich kann nicht craften, solange ich die Power-Rüstung trage. Rückwärts einparken. So, die reparieren wir jetzt. Ich war schon immer neidisch auf Leute, die andere Sachen als Repair Sätze bauen können. Repair. Ey, nein, Repair habe ich doch gesagt. Okay. Ausrüsten. Sehr gut, das haben wir. Ah! Oh, und jetzt können wir uns nur noch schleppen, weil wir zu schwer sind. Jetzt schauen wir mal, was wir da... Diese Impro-Pistole war doch ganz nett. Und zwar nicht diese hier. Die ist lame. Diese hier. Körperteilschaden. Vielleicht können wir die noch ein bisschen aufpeppen. Oh, verändert den Magazintyp zu Kaliber 45. Davon haben wir 489 Schuss. Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? 45er Verschluss rein? Aber da sind die ganzen Schrauben schon wieder weg. Aber dann hätten wir 35... Wir gucken mal, was wir noch können. Stummellauf. Kostet auch wieder Schrauben. Mist, die haben zu wenig Schrauben. Mangelhafte Präzision aus der Hüfte. Ja, das ist ja vielleicht zu vernachlässigen. Was können wir machen? Alles kostet Schrauben.
das ist doch so ein Quatsch. Aber ist das denn überhaupt noch eine... Ah ne, das ist ja eh ein Gewehr, das ist ja gar keine Pistole. Ah, warum kostet das alles... Schrauben sind das Allerwichtigste. Das merken wir uns aber sowas von. Ne, so ein Reflexding wäre nicht schlecht. Oh, mehr davon. Schalldämpfer. Nee. Verringerte Reichweite, unterlegene Reichweite. Reichweite. Ja, okay, bevor ich das jetzt mache, gucke ich mal, ob ich vielleicht meine Schrauben für was anderes aufhebe. Das können wir noch nicht machen. Können wir bei Heidi noch irgendwas machen? Schalldämpfer? Nee. Das haben wir schon. Nee, die wird nicht mehr viel besser werden. Das können wir noch machen. Statt das. Aber da haben wir die erhöhte kritische Treffer. Nee, ich glaube, das sparen wir uns mal kurz. Hey! Lulu, Tjag und Chris Phoenix. Vielen Dank, Freunde, für den Support. Wir können auch ein bisschen was machen. Aber die nutzen wir nicht so oft. Die Schrotflinte. Achso, Chance auf Taumeln. Genau, das war das. Die können wir auch nochmal uns angucken. Aber die hat leider... Ich muss eigentlich bei der... Ich brauche mehr Schuss. Aber das geht leider... Das bringt mir leider nichts. Ja. Da hätte ich gerne... Aber das, wie soll das gehen? Bei einer Schrotflinte mehr Schuss. Ja, bringt mir alles nichts. Okay, dann machen wir das jetzt, glaube ich. Dass wir die hier mal... Aber das ist dann halt auch ein Gewehr, ne? Ne, Pistole. Wie war das? So, die verbessern wir jetzt. Und zwar kriegt die erstmal das... deutlich höheren Schaden, und zwar einfach von 22 auf 35 naked, und dann genau, das ist auch ganz cool, können wir irgendwo den Schaden noch deutlich erhöhen, ja. Ah ja, Magazin ist auch geil. Außergewöhnliche Magazinkapazität, verbesserte Nachladegeschwindigkeit. Das ist natürlich auch geil. Da können wir richtig... Ja, das machen wir jetzt mal. So, mehr können wir leider nicht jetzt mehr machen. Eventuell das Visier noch. Leuchtvisier noch. Oder, ja, das Leuchtvisier können wir noch machen. Ich glaube, ansonsten leider nichts mehr, ne? Bajonett, scheiß drauf, brauchen wir nicht. Ja, mehr können wir nicht machen. Fehlt uns leider Schraube für. Ach so, aus der Hüfte? Ne, das ist ja Quatsch. Dann nehmen wir lieber das Standardding. Beziehungsweise, ach, wir müssen einfach Schrauben suchen. Okay, das lassen wir jetzt dabei und suchen weiter fleißig Schrauben. Nützlich, oder? Ja, voll. Dann können wir noch ein paar Sachen auch hier lassen. Fatman wollten wir mitnehmen, genau. Minigun lasse ich hier, wir haben nicht genug Munition. Könnt auch welche kaufen gehen oder so, aber machen wir jetzt mal nicht. Die lassen wir auch hier.
das die... Die ist das, genau. Gut, mit der müssen wir uns merken, dass wir da einfach immer auf Körperteile schießen. Aber das kriegen wir hin. Okay, alles ist repariert. Dann packen wir die noch auf die Favoritenliste. Wo bist du? Da. Fav, und zwar faven wir dich. Huch. Was hatte ich denn da drin? Ach so, ja. Genau, ich weiß. Die Minigun. Und dann nehmen wir noch hier Fat Man, packen wir dann einfach dahin. Wie viele Munition habe ich denn mit dem Ding? 3 Schuss. Das ist nicht viel. Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Ja. Die ist, glaube ich, ganz geil. Okay, dann gehen wir wieder rein. Freuen uns über King of the Noobs und Scythe7, vielen Dank für diesen Support, Leute. Wir machen jetzt eine schöne Schnellreise. Müssen jetzt wieder ein paar Meter, aber das ist egal. Hier, da, High School Süd. High School Süd. Und marschieren da jetzt wieder hin. Ey, wieso bin ich nicht voll geheilt? Da lang. Warum wird die so schnell geballert? Ich wollte mich nicht ablenken lassen. Was war das? Tschüss. Es gibt Ärger. Oh fuck! Was ist damit nicht ärgern lassen geworden? Nicht ablenken lassen. Genau. Wahnsinniger Hund. Aber es ist ein Albino-Mischling. Der hat wieder irgendwas Geiles was gedroppt. Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Nee, das glaube ich nicht. So, was hat er denn Feines? Du erhältst mehr Stärke, je mehr du verstrahlt bist. Oh, das ist ganz interessant. Was war jetzt? Hey, da draußen ist was. Da ist er. Sieht nicht freundlich aus. Nee. Warum waren denn jetzt diese Tierchen auf einmal da? Das hatten wir doch schon geklärt, diesen Bereich. So, da ist der Ort, zu dem wir wollen. Und dann machen wir jetzt mal Action hier. So, da ist der Diner. Da sind unsere Freunde. Wir senken mal die Waffe, wir kommen in Frieden. Hallo Leute. Wie geht's? Alle sind hier, General. Da ist es. Ziemlich beeindruckend, was? Der eigentliche Name ist Fort Independence, aber die Minutemen haben es immer nur die Burg genannt. Jetzt weißt du, warum ich das Fort unbedingt zurückerobern wollte. Was hast du damit vor? Oder warum brauchen wir diesen Laden? Auf jeden Fall. Für einen 600 Jahre alten Bau ist es in ziemlich gutem Zustand. Das stimmt. So wird einfach nicht mehr gebaut. Und wenn wir uns die Burg holen, dann wissen die Leute, dass wir es ernst meinen. Das finde ich unser Primärziel sollte sein, den Hof zu säubern. Mhm. Dort dürften wir auf die stärkste Gegenwehr stoßen. Die Mauer auf dieser Seite ist am empfindlichsten. Aber auch von Süden aus könnten wir das Haupttor erreichen. Worauf warten wir? Gehen wir rein und knallen diese Hummer weg? Nein. Knallen wenn sie wir weg. Uns aufteilen, können wir sie von zwei Seiten angreifen.
Das wird das reinste Tontaubenschießen. Warum lassen wir sie nicht zu uns kommen? Wir bilden auf der Seite eine Feuerlinie und locken sie raus. Und, General, was denkst du? Ich locke sie raus, in die Zange nehmen, noch nicht bereit, aus allen Rohren. Ja. Machen wir es nicht komplizierter als nötig. Gehen wir rein und hauen wir ihn mit geballter Feuerkraft ein vor den Latz. Wenn du meinst. Okay, Leute. Ihr habt den General gehört. Auf geht's. Versuch nicht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, bis wir in Position sind. Ich mach das schon. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich weiß. Ihr habt Angst. Aber ich bin ja da. Und ich regel das. Bin ich überhaupt durch? Nee. Muss durch die Tür. Ich mach das, Leute. Aus dem Weg. So, da ist sie. Ich säubere jetzt den Hof. Ich gehe rein. Ihr wartet hier. Ich mach das schon. Keine Sorge. Ey. Legen wir los. Hey. Wir gehen trotzdem auf das Gesicht. Auch wenn wir die Waffe natürlich jetzt hier haben für die Beine, aber egal. Erbärmlich. Was? Wo ist noch jemand? Ja, easy. Guck mal, wie wir hier einfach alles sauber machen. Ey, halt doch nicht auf mich! Was ist denn los? Verdammt. Scheint, als würden sie brüten. Wir müssen uns die Eier holen, sonst sind sie schneller zurück, als wir gucken können. Meyer-Lurks verkriechen sich gerne in alten Gebäuden. Die Wände sind also vermutlich voll davon. Sieht so aus. Ich mach das also, schon. Wir machen das wie folgt. Du bleibst hier im Hof und vernichtest alle Eier, die du finden kannst. Der General und ich säubern die Wände. Ja, Sir. Dann mal los, General. Das war's schon. Das ist ja eine ziemlich lächerliche Aufgabe. Ich fühle mich ein bisschen hier unterfordert, damit, dass ich hier die Ungeschlüpften platt machen soll. Kommt nicht gleich ein Riesen-Meyer-Lurk oder sowas? Weiß es nicht. Was fehlt noch? Haben wir noch alle, oder? Ich glaube, das war's doch hier. Was willst du? Hallo. Habe ich nicht meine Aufgabe erfüllt? Vernichte die Gelege. Achso, muss ich jetzt doch nochmal rein? Ich gehe nochmal rein. Ich glaube, ich hier drüben. Was? Was? Wo? Was? Wo gibt's denn hier noch Sachen? Da oben! Da oben! Lass den Mann in Ruhe! Kommt raus, kommt raus! Du hast dich da echt wacker geschlagen. Dankeschön. So. Verstehe, hier oben in diesen Kanonenturm sind die noch. Da schlüpft auch wieder was. Ich komme! Ich komme! Preston! Lass Preston in Ruhe! Wie kann man denn da eigentlich daneben schießen? Ich stehe direkt da oben drauf. So, wie viele von denen gibt es noch? Ah, hier sind die alle, alles klar. Was zum Teufel war das?
Guck mal, wieso kann ich denn, wieso, wie hart ist die Schale denn? Oh. Hey, sie sind hier. Das war's dann wohl. Aber die Waffe ist geil, weil die Sonne so viel Munition transportiert. Okay, die haben das Feuer überlebt, alles klar. Noch mehr Gelege. In jeder Ecke haben die sich eingenistet. Oh! Shoot! Alles klar. Oh, shit. Okay. Oh. Oh, nein. Nein, ich hatte doch gerade. Die ist. Die hat aber eine extrem scharfe Säure. Hatte ich gespeichert? Nein. Aber wir müssen nicht ganz von vorne anfangen. Wir machen einfach hier. Ich habe keine Lust, alles zu hauen. Ne? Deswegen, aber es spart natürlich Munition. Das weiß ich auch. Wir sind hier nicht ab. Stück. Sprung. Du hast dich da echt wacker geschlagen, Blue. Dankeschön. Ich weiß das Kompliment sehr zu schätzen. Was zum Teufel war das? So, und diese Eier, ne? Ich wollte gerade sagen, wehe, da überlebt eins von. Das wäre einfach albern. Kurz mal speichern. Da ist diese Riesentante. Wir machen ganz kurz hier mal platt. Bevor wir uns um die kümmern. Oh fuck, das ist auch noch ein Legendary. Wow, ihr seid echt viele, nicht wahr? Also noch. Hey, ich will hier nicht runterfallen. Ah, der hat einfach überhaupt nicht mehr getroffen. Okay. Hier auch noch. Hey, wir hatten eine Vereinbarung! Okay. Der ist halt auch sehr schnell. Ah, aber ist kein Problem. Kein Problem. Pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen was sehr Cleveres gleich. Ey, hör auf mit der Sapsche jetzt. Au. Okay, alles klar. Kein Problem.
3 haben genau ausgereicht. So, jetzt haben wir hier ein Problem. Ja! Ja, pass auf, da ist noch jemand. Nicht zu früh freuen. Au, okay. Alter Schwede, ey. Das ist ja auch noch mutiert. Ah, du Riesen. Nein, jetzt bin ich vorhin tot. Naja, gut, ich habe ja gespeichert. Dieses Ding ist halt einfach ultra schnell. Lass mich mal überlegen, ob ich mich irgendwo hin flüchten kann. Was ballern die denn da hinten noch rum? Ja! Also ich mache jetzt erstmal Folgendes. Als was sehr Cleveres. Ich glaube, ich habe nur eine Mine leider. Aber die nehmen wir mal. Vielleicht sind die Splittergranaten noch... Ah, ich habe noch eine Splittermine. Okay, gute Arbeit, Leute. Aber wir sind noch nicht fertig hier. Ich weiß. General und ich werden uns die Funkanlage ansehen, um festzustellen, in welchem Zustand sie ist. Wir anderen vernichten die restlichen Meyer-Lurks und Nein! Nein! Was war das denn für ein Critical? Was war das denn für ein Quatsch mit Soße? Der hat mir richtig viel abgezogen mit einem Schlag. Jetzt muss ich das Ganze noch machen. Das ist doch Quatsch mit Soße. WB! Juhe! Hallo WB! Wir spielen hier was richtig Feines, WB. Wir spielen eine Runde Fallout. Und ich weiß, dass jemand wie du... Okay. Das gute richtig Arbeit, zu schätzen Leute. Weiß. Aber wir sind noch nicht fertig hier. Der General und ich. Weil du Geschmack hast. Schön, dass ihr da seid, Leute. Nach einem fantastischen Sith-Abend letzte Woche Mittwoch. Haben wir schon wieder nicht gewonnen, WB. Weder du noch ich, ne? Obwohl wir mit Abstand die Besten sind. Das ist wirklich lächerlich. Der andere vernichtet die restlichen Meyer-Lurks und Eier, die ihr findet. Aber ich muss, ihr seht hier so grausame Wesen einmal beseitigen. Die sind richtig stark, die ich hier habe. Aber ich werde es jetzt so platt machen. Das habe ich mir geschworen. So, jetzt kommt er mir nicht mehr davon. So, jetzt reicht's aber mit mir. Die original an ihm abgeprallt, aber der kann jetzt gar nicht mehr laufen, der ist verkrüppelt. Guck mal, der ist verkrüppelt, der kann nichts mehr. Der ist voll langsam jetzt. Guck. Hahaha. Hahaha. Oh, was ist hier los? Ich glaube, das waren alle. Okay, der... Da ist doch noch was. Aber der musste sich kurzzeitig hinsetzen. So. Nee, da war doch noch einer, oder nicht? Als ich gesehen habe, wie dieses Ding aus dem Wasser kam, ja. Dachte ich, wären alle erledigt. Ein Billardkö. Guckt euch das an. So. Hallo, Raider. Ich musste kurz, ihr habt es gesehen, ich war beschäftigt. Ich musste diese Meyer-Lurks hier erstmal höflich darum bitten, diesen Ort zu verlassen. 10 Sekunden vergiftet. Das ist wahrscheinlich auch ganz geil. Aber ich spiele ja nicht mit sowas. Oh nein! Nein! Wir haben jemanden verloren! Nein!
Aber gut, sie brauchen ja nicht mehr was. Nein, der Regen macht mir meine Aufzeichnungen kaputt. Alter, Piper, ich habe hier gerade eine tote Freundin von den Minutemen und du erzählst mir was über deine Aufzeichnung oder was, wie so ein YouTuber, wie so ein TikToker, wie so ein Instagram-Influencer. Vor deinen Augen spielt sich das Drama ab und du denkst nur an deine Aufzeichnung? Was ist los mit dir, ha? Entschuldigung, ich musste ihr kurz moralischen halten. Es tut mir leid. Können wir hier diesen... Ich denke, es könnte schlimmer sein. Nein! Sieh mal, was du machen kannst. Ich sehe mich mal um, was sonst trauert gar nicht um sie. Ich habe jetzt das Gefühl, euch ist das egal. Oh, hier... Oh, oh, oh. Was? Okay. Gut. Ich soll hier irgendwas machen. Sollen wir das hier mal angucken, glaube ich. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Sehr geil. Das ist sehr gut für Schusswaffen auch noch. So, das muss ich hier einschalten. Lautsprecher sind aktiviert. Wenn der Sender da drüben Strom hätte, könnten wir innerhalb des gesamten Commonwealths... Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Okay, jetzt muss ich hier Strom bauen. Meyerlor Königinfleisch, das nehme ich natürlich eines mit. Eines Tages werden wir das alles wieder in Ordnung bringen. Und dann wird es besser als je zuvor sein. Ja, das machen wir jetzt. Baue ich jetzt hier Strom hin. Also, ich muss Strom bauen. Die heißt nicht ohne Grund Minuteman. Ja, das stimmt. So, wir brauchen so einen Generator. Ich hätte natürlich am liebsten was, was nicht so laut ist. Aber wir können uns derzeit, glaube ich, nur so einen... Ja, guck mal, das sind die besten hier, aber die können wir uns noch nicht leisten. Aber so einen kleinen Generator hier, die können wir uns leisten. Und den stellen wir dann einfach mal... Auch wenn der jetzt immer laut dröhnt, stellen wir den jetzt hier hin. Den werden wir irgendwann als A ersetzen. So. Und... nein. So. Auch der braucht 10. Oh, okay, habe ich das Falsche gebaut. Was kostet denn der hier? Darf ich noch nicht. Wissenschaft 1. Okay, dann müsste ich 2 von denen bauen einfach. Okay, 1. Den lagern wir wieder ein. Lagern. Ja. Und dann bauen wir noch einen großen. Wenn ich mir das noch leisten kann. Ja, können wir uns leisten. Stellen die einfach daneben. Jetzt verbinden wir die miteinander. Jetzt haben wir 10 und dann verbinden wir die mit dem. Warte jetzt. 5. Energie 10. Erreicht doch, oder nicht? Ja. So. Scheint funktionsfähig zu sein. Ding wirklich getötet haben. Naja, ehrlich gesagt, war ich das. Ich habe da 3 Fatmans raufgeschmissen. Ehrlich gesagt, war ich das. So. Wow. Wir haben es wirklich geschafft. Ich habe so lange zusehen müssen, wie es mit dem Minuteman bergab ging. Das ist wirklich was Besonderes. Jetzt müssen wir zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Wir müssen das Commonwealth einen und dieses Mal muss es halten. Also dann, zurück an die Arbeit. Doch jetzt, da Radio Freedom sendet, können wir überall und jederzeit die Leute warnen. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Dankeschön. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Ja, sehr gerne. Leider haben wir Opfer zu verzeichnen. So, und diese Location hier, die kann man auch richtig geil wieder aufbauen. Natürlich am besten mit Mods, aber... Ich wünschte, mehr Leute könnten das sehen. Würde sie daran erinnern, was wirklich wichtig ist. Ja, da hast du recht. Da geht er schon wieder. Tschüss, das war's schon. Mehr hat er hier nicht zu tun gehabt. Aber wir können uns nochmal das Innere dieser Festung anschauen. Vielleicht können wir hier ein bisschen looten. Flammenwerfer.
Brennstoff. Ja, Flammenwerfer ist natürlich auch nicht schlecht. Eigentlich können wir hier direkt alles scrappen, was wir hier finden. Brauchen wir alles nicht. Alles wird gescrappt. Vermisst niemand. So, hier ist einfach nur super viel Holz. Hier ist Strom überall schon im Inneren. Okay, das können wir nicht scrappen. Diese Eier hier. Das bleibt natürlich alles stehen, das ist klar. Die Betten. Oh. Ehrlich. Oh. Ist hier noch einer? Nee. Irgendwas zappelt hier doch noch, das höre ich doch. Was ist das? Okay. Alles mitnehmen, alles looten. Sag mal, ihr hört das doch auch, oder? Dass hier noch irgendwas Ekelhaftes ist. Diesen Raum können wir auch säubern. Alles weg. Weg. Weg, 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 weg. So, das können wir natürlich, das können wir einlagern. Oder auch nicht. Was haben wir hier? Schmutziges Wasser, Dose. Das machen wir irgendwann mal richtig schön, okay? Wir machen mal so eine Baufolge. Und dann machen wir uns das hier richtig schön gemütlich. Diese Dinger, ich weiß gar nicht, ich glaube, die funktionieren noch. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Diese Stromkabel, sodass wir auch ins Innere... Okay. Hey! Alter. Okay, das war erbärmlich. Das war erbärmlich. So. Hier ist alles vermodert. Jeremy! Ich hoffe mal, diese Musik wird nicht geclaimed, sonst haben wir ein Problem. Vielleicht müssen wir das Radio mal wieder ausschalten. Beziehungsweise, das ist ja ein lokales Radio. Wenn ich... Was passiert dann, wenn ich dem jetzt sage, er soll das ausmachen? Ja, haben wir jetzt hier alles angeguckt? Ja, ne? Ja, hier machen wir noch. Ach du Scheiße. Du hast echt wacker geschlagen, Blue. Danke. Zum Glück haben die so ein, oh, die so ein großes Magazin. Da wackelt's, da ist was drin. Hey, wie hast du das überlebt? Wie hast du das überlebt? Ich hab doch Order 55 hier ausgegeben. Was soll das? Oh, den können wir scrappen. Der hat das, was wir brauchen, diese Schrauben. Wie das einfach überhaupt nicht stimmt. Er behauptet einfach alles ruhig, dabei bin ich hier am Kämpfen. Ja, wo kommen wir her? Hier geht's wieder rauf. Okay. Also ich glaube, hier haben wir auf jeden Fall das meiste gemacht. Nächster Schritt wäre dann hier wieder das schön zu bauen. Ich habe da richtig Bock drauf, das hier schön zu machen. Gab es hier nicht noch einen Keller oder irgendwas? Ne, da geht's hoch. Hier waren wir auch, hier ist auch Sackgasse. Wenn wir irgendwann wieder Mods zum Laufen bekommen, es gibt ja diese Mods, mit denen man aufräumen kann. Warte mal, die Polizisten-Sonnenbrille, die hat, glaube ich, Charisma, oder?
wahrnehmen. Keine Meldungen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Danke. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, hier drin ist nichts mehr. Ich hatte gedacht, vielleicht gibt es hier noch einen Keller. Irgendwo war doch noch eine geheime Tür. Alles klar. Hallo? Okay, das ist halt Wets, ne? Die Spur verloren. Einfach nicht getroffen. So, hier waren wir noch nicht drin. Tschüss. Oh, was haben wir hier? Raketenwerfer haben wir doch schon. Den haben wir, glaube ich, schon zu Hause rumliegen. Brennstoff, Zigarren. 600 Jahre alte Zigarren. Bürotür. Ja. Hier ist auch nichts. Jetzt wird jeder im Commonwealth wissen, dass die Minutemen wieder da sind. Richtig. Spätestens jetzt. Hier bin ich doch schon lang gegangen. Hier waren wir auch schon. Wie habe ich denn diesen Raum da übersehen? So, hier waren wir auch. Jetzt bin ich einmal drumherum, oder nicht? Und da geht's wieder rauf. Genau, ich glaube, jetzt haben wir aber alles gesehen. Komm. Einmal noch den Rundumgang. Oh, ich muss wieder den Fusionskern abgeben. So, da waren wir jetzt drin. Und hier waren wir auch ganz bis zum Ende. Genau. Und hier ist Sackgasse. Ja. Okay. Aber man muss doch den Schutt. Ich war mir nicht sicher. Kann man das tatsächlich scrappen? Warte mal, welcher war das? Ah doch, es geht. So, okay, alles klar. Dann wollen wir mal gucken. Kann ja eigentlich nichts überlebt haben. Hier ist der Keller. Guck mal. Da kann ja keiner gewesen sein. Wer will das gemalt haben? Ja. So. Ah, mein Helm ist kaputt, deswegen kann ich keine Lampe anmachen. Die kann man, glaube ich, auch für irgendwas, für irgendein Gebräu oder so benutzen, diese Pilze. Leider keine Lampe mehr. Hier können wir uns auch auf jeden Fall kolossal verirren. Oh, das war dumm. Wir sind hier nicht allein. Oh, yo. Hart unnötig. Du wirst gleich abgeschossen, Frau. Fusionskern da hinten. Knochensäge. Lasermuskete. Kann ich eigentlich hier scrappen? Nee. So, kennt ihr den guten alten Trick? Oh, ich hoffe, hast ich habe eine Granate. Shit, habe ich eine Granate oder habe ich. Nee, fuck. Ich glaube, ich habe nicht die Granate. Habe ich die Granate? Aufpassen! Billard, der gute alte Granatenbillard-Trick. Ihr kennt ihn vielleicht von granatenbillard.de, der Webseite für Granatenbillard-Tricks. Das gehört jetzt uns. Nehmt ihr mal mit.
Bin mir nicht sicher. Ob man das noch gebrauchen kann. So. Da ist so eine Mine. Ich nehme den geilen Scheiß hier mal mit. Ich will da ran. Da, Fusionszelle. Okay. Hast du dich je gefragt? Ach je. Was ist was? Ganz schön still hier drin. Ja, du bist hast sehr laut gebölkt. Psycho nehmen wir mit. Fusionskern. So. Ich gerade noch gefragt, wo diese Bombe ist, und dann stehe ich genau da drauf. Ich sie im Matsch nicht gesehen. Oh. Ah, warte mal. Scheiße, ich glaube, ich muss voll gegen den kämpfen. Kacke, ich glaube, ich muss den platt machen und das wird sehr schwierig werden. Oh. Der ist hartnäckig. Der Johnny. Okay, jetzt habe ich nichts mehr. Was habe ich noch? Der Typ ist krass. Flammenwerfer. Ich habe leider keine Munition mehr. Das wäre hier drin auch vielleicht ein bisschen hart. Ah, die haben wir noch nie benutzt. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Mhm, so, das ist die eine. Dann haben wir noch... Oh, die Splitterminen können wir hier legen. Na? Mitten vor Pipers Nase, es tut mir ein bisschen leid, aber... Na komm. Hängt der hier fest? Okay, der kommt da gar nicht durch. Der kommt halt einfach nicht durch. Hallo? Das hat mir mehr wehgetan als ihm. Scheiße, ey. Aha. Gut, was haben wir noch? Na. Hier ging gar nicht so viel. Das verbrennt, ist ihm völlig egal. Okay, ich weiß nicht, ob man das hätte verhindern können, indem ich irgendwas hochlade. Er weiß ja nicht, wer Minutemen sind. Deswegen ist er verwirrt. Aber der muss ja nicht zwangsläufig böse sein. Boah, ich mache ihm einfach gar keinen Schaden. Mal null Schaden. Oh, warte. Oh, jetzt auf einmal geht's oder was, ey? Shit. Oh, du miese Stück. Boah. Okay, fuck.
Eieiei. Okay. Okay. Dann nehme ich einfach alles, was du hast. Hi Piper, danke für die Hilfe. Das war natürlich nicht so geplant. Ich sag's, wie es ist. Hat auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Ja, das ist völlig richtig. Ist noch überall Blut und es ist nicht meins. Jetzt frage ich mich, wenn ich zuvor an diesen Rechner gekommen bin. Ah ne, hier geht einfach nur die Tür auf. Wie unzugänglich. Warum? Ey! Weil... Vielleicht muss ich einmal raus. Gewonnen ist gewonnen, ja, sehe ich auch so. Ne, geht nicht. Liegt nicht daran. Oh Gott, das Ding ist komplett im Arsch. Piper, gönnt sich erstmal einen Schluck, das kann ich voll verstehen. Okay. Was auch immer das ist. Ich werde das Gefühl nicht los, ich hätte das anders regeln können. Burgunderrote Flasche. Mehr ist hier nicht. Warte mal, ich muss doch das Ding hier... Woran liegt denn das, dass ich jetzt... Warte, das sind die roten Kabel. Wieso ist das nicht zugänglich? Was ist das Problem? Ich muss irgendwas vorher machen vielleicht noch. Kann man die eigentlich abpflücken? Vielleicht braucht man Hirnpilze irgendwann mal. Irgendwas muss ich machen. Ich würde nie einem Menschen oder Ding trauen, der oder das freiwillig an so einem Ort haust. Vielleicht an einem anderen Tag. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Achso, hier darf ich nichts craften. Irgendwann wird es passieren, dass wir da rankommen an den Terminal. Ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann. Noch ein Level-Up machen gleich. Aber erstmal durchsuchen wir hier alles. Das ist ja wirklich labyrinthartig. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich... Da kam ich, glaube ich, her. Da sind noch ein paar von diesen Hirnpilzen. Oh. Noch mehr Hirnpilze. Irgendwas können wir damit herstellen. So, da kamen wir rein. Und... Oh ja. Oh, warte mal. Hier ist aber Action. Warte, hier ist irgendwas. Ich glaube, ich darf hier nicht schießen. Seht ihr diese wabernde Luft? Ich weiß nicht, ob diese Kanonenkugeln einfach nur gescrapped werden können für Stahl oder irgendwas. Oder ob die sonst noch was machen. So, hier waren wir, ne? Da geht's zu dem Typ, genau. So, und hier ist die andere Seite, ja. Wieso können wir die Dinger eigentlich nicht nehmen? Jetzt. Ja. Ich glaube, wir kommen hier früher oder später nochmal wieder rein. Fusionskern in den Generator. Naja, ich glaube, das ist es nicht. Weil das eigentlich scheißegal ist mit diesem Fusionsreaktor. Das ändert nichts an dem Strom. In aller Regel. Ich glaube, es war irgendwas anderes. So, warte. Verlaufende Tür ist... Nee, zurück. Tür. Tür. Die Quest muss aktiviert werden. Na, jetzt haben wir hier zum Glück schon alles platt gemacht. Der wird auch nicht wiederkommen.
So. Schöne Musik, daddelt immer noch, dudelt immer noch vor sich hin. So, wir haben dieses Dorf hier befreit, diesen Ort. Und während die siegreichen Südstaaten-Musikanten ihr wehklagendes Banjo-Lied spielen, verabschieden wir uns für heute. Das war eine weitere Ausgabe Fallout. Wir haben wirklich, finde ich, richtig gute Arbeit geleistet und können in die verdiente Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir das Wasteland einfach wieder ein Stück für Stück, ein Stück sicherer machen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.